Guten Morgen. Der Empfang gestern war offenbar ein Riesenerfolg, weil wir sind alle ein bisschen verspätet. Ich begrüße Sie herzlich zum dritten Panel der Theorie der digitalen Geisteswissenschaften. Ich bin Historiker aus Zürich. Mein Name ist Tobias Hodl und ich darf heute moderieren. Wir haben noch ein paar kleinere technische Probleme. Wir haben noch eine technische Herausforderung, denn der letzte Vortrag wird mittels Video eingespielt, da sich der Kollege aktuell in Kapstadt befindet. Also wir sind da noch ein bisschen am Rumrennen, dass alles läuft. Und aufgrund eines anderen kleinen Problems werden wir die Reihenfolge umstellen müssen. Wir beginnen mit Dr. Eckhard Arnold. Er promovierte in Philosophie an der Uni Düsseldorf, war Assistent an der Uni Bayreuth, Postdoc am Exzellenzcluster für Simulation Technology an der Uni Stuttgart und hatte eine Lehrstuhlvertretung für den Lehrstuhl in theoretischer Philosophie in Düsseldorf. Dann war er noch Dozent für Philosophie an der Universität für angewandte Wissenschaften in Coburg und leitet seit 2014 an der Bayerischen Akademie für der Wissenschaften die IT und Digital Humanities Abteilung. Und er spricht heute über positivistischen Methodenfetischismus. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für die nette Einführung. Kann man das halbwegs sehen? Ja, ich hoffe. Worüber ich reden will, ist, also erstmal, ich habe das Konferenzthema sehr ernst genommen, habe mich gefreut, dass auch sozusagen mal die Kritik im Vordergrund steht. Und weil mir das in den Digital Humanities öfters so geht, dass ich Sachen wiedererlebe, die ich in der Philosophie, besonders in der analytischen Philosophie, erlebt habe und die man kurz so ein bisschen beschreiben kann als die Verselbstständigung der Technik gegenüber dem Inhalt oder dem Gegenstand. Das ist, was ich mit positivistischem Methodenfetischismus meine. Und ich werde das vor allem heute an Beispielen erklären und werde gleich ein paar Beispiele bringen, was positivistischer Methodenfetischismus ist. Ich schicke schon mal eine Definition vorweg. Positivistischer Methodenfetischismus ist, wenn die Methode zum Kriterium der Relevanz einer wissenschaftlichen Untersuchung wird und wenn die Phänomene nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Und das ist etwas, was man in Bereichen der analytischen Philosophie, auch in bestimmten sehr technisierten Bereichen der Sozialwissenschaften leider oft beobachten kann. Und ich werde am Ende die Frage stellen, ob wir das Problem in den Digital Humanities vielleicht auch haben, auch an Beispielen. Gut, dann gehen wir gleich mal in Medias Res. Sozusagen eine der Grundstories, die man immer findet in der analytischen Philosophie oder überhaupt in den technikanwendenden Sozial- und Geisteswissenschaften, ist die, dass es durch Technik eigentlich nur besser werden kann. Und das hat zum Beispiel in der Philosophie dann die Gesellschaftsvertragstheorie erreicht, wo man gesagt hat, wenn man heute Gesellschaftsvertragstheorie macht, dann müssen wir es mit Spieltheorie machen. Hier für diejenigen, die das nicht kennen, mal ganz kurz sozusagen klassische Gesellschaftsvertragstheorie, den Klassiker, das Thomas Hobbes, um welche Themen ging es? Thomas Hobbes ging es um die Frage, wie ist politische Ordnung möglich? Er lebt in einer Zeit von Bürgerkriegen und er hat darauf eine Antwort gegeben. Er hat gesagt, politische Ordnung ist offenbar nicht möglich, wenn es Anarchie gibt, wenn es kein Machtzentrum gibt. Und die Art, wie man politische Ordnung herstellen kann, ist, indem man ein Gewaltmonopol bildet, indem also die Leute auf ihr Recht, Gewalt zu gebrauchen, verzichten und man einen einsetzt, der das kontrolliert. Und das war nach Thomas Hobbes dann zugleich auch eine taugliche Rechtfertigung dafür, dass es überhaupt Herrschaft geben muss. Kann man ja auch fragen, warum muss es überhaupt Herrschaft geben? Herrschaft muss es geben, um Ordnung zu schaffen, um den Gewaltgebrauch in der Gesellschaft zu regulieren. So, das ist Thomas Hobbes, 17. Jahrhundert. Wie sieht das heute aus? Wenn wir heute in einen lehrbuchartigen Text gucken, wie zum Beispiel von Kwame Appiah, Thinking is True, das ist so als Philosophie-Lehrbuch angelegt von 2003, dann beschreibt er natürlich auch Thomas Hobbes, geht auf Gesellschaftsvertragstheorie ein, um dann aber sofort weiterzuschreiten und sagen, it would be interesting and important if we could make more precise the sort of argument Hobbes offered, so that we could just say why it is that the advantages of civil society over the state of nature ought to appeal to anyone. Also er findet offenbar die Argumentation von Hobbes in der ursprünglichen Form noch nicht ganz stichhaltig und er sagt, heute kann man das besser. Und was er dann im Folgenden erklärt, sind spieltheoretische Modelle, Gefangenendilemma, Hirschjagdspiel und ähnliche. Kurz und gut, die Sichtweise heute in der analytischen Philosophie ist, die präzisere Art, das zentrale Argument von Hobbes oder auch anderen Gesellschaftsvertragstheoretikern aus dem 17. Jahrhundert heute zu fassen, ist der Gebrauch spieltheoretischer Modelle. Und es gibt eine, wie ich meine, stillschweigende Prämisse, nämlich, dass ein Argument grundsätzlich präziser wird, wenn man es in eine mathematische Form überführt. Einer der Haupttexte oder der Autoren, auf die sich hier stützen könnte, ist Brian Skirms, der das in mehreren Büchern beginnend in den 90er Jahren auch so vertreten hat. Ich habe hier auch noch mal ein paar Zitate, einfach nur mal um deutlich zum Auszubringen, was diese Haltung ist.
er fragt, dann stellt dann schon die Frage, und das ist dann schon die spieltheoretisch umformulierte Frage der Gesellschaftsvertragstheorie: How do we get from the hand-hair equilibrium to the stack-hand equilibrium? We can ask these questions using modern tools, which are more than Hobbes and Hume had available. Und dann wird noch höflich bescheiden gesagt, es ist immer noch nicht alles, was wir uns wünschen können, aber es ist auf jeden Fall besser. So, das Modell jetzt hier im Einzelnen fortzuführen, würde ein bisschen weit zu führen. Mir geht es hier vor allem um die Story. Und das Interessante ist, er führt dann ein Modell vor. Er mag halt das Stakehand-Game lieber als das Gefangenen-Dilemma. Und das Modell, je nachdem, mit welchen Parametern man es laufen lässt, haben wir ein Modell, wo in lauter Zellen einzelne Leute sitzen, die können miteinander kooperieren, können es sein lassen. Die Frage ist, breitet sich Kooperation global aus? Interessanterweise breitet es sich bei bestimmten Parameterwerten im Modell global aus. Das ist sein Ergebnis, was er dann beschreibt, lese ich jetzt nicht vor. Das Sonderbare ist, wenn man am Ende dieses Buches des Ergebnisses hat und man kennt die klassische Gesellschaftsvertragstheorie, wundert man sich, weil Hobbes hatte ja gesagt, Kooperation entsteht nicht von selber, die Leute in der Anarchie, die schlagen einander tot, wir brauchen ein Gewaltmonopol. Das heißt, Gürms kommt hier gestützt auf die Spieltheorie zu einem anderen Ergebnis. Wer von den beiden ist überzeugender, stellt sich dann die Frage. Aber für mich ist erstmal mehrere Sachen, auch bevor ich mir darüber Gedanken mache, verwunderlich an dem Text von Skirms. Es gibt da ein paar Schönheitsfehler. Also einerseits, die klassische Frage wäre zunächst mal nicht eine spieltheoretische Frage, sondern es war die Frage, wie ist politische Ordnung möglich? Und es ist eine offene Frage, ob man das überhaupt eine spieltheoretische Frage überführen kann. Und diese Frage wird aber nie diskutiert. Es wird als selbstverständlich vorausgesetzt, dass es mit der Spieltheorie geht. Zweitens, im Modell gibt es spontane politische Ordnung ohne Gewaltmonopol. Das ist nicht verwunderlich, dass es das bei Hobbes nicht gibt, im Modell aber schon, weil es gibt bestimmte Handlungsoptionen, die für Hobbes sehr wesentlich waren, nämlich die Handlungsoption, schlag deinen Nachbarn tot und raub ihm Hab und Gut, das hat er ja erlebt in Bürgerkriegszeiten, die in dem Modell gar nicht vorkommen. Im Modell sind Agenten, die können miteinander kooperieren oder können es sein lassen, aber die sterben nicht ab, wenn sie nicht kooperieren. Schließlich das Modell vorausgesetzte Modell des Menschenbildes des rationalen Nutzenmaximierers. Man kann das befürworten oder ablehnen, aber es sollte einem Philosophieprofessor, der das diskutiert, wenigstens auffallen, dass das nicht das Menschenbild von Thomas Hobbes war. Thomas Hobbes hat ein anderes Menschenbild. Er glaubt, dass die Menschen partiell irrational sind, von solchen Motiven wie Ruhmsucht getrieben, die er nicht besonders gut fand. Und in einigen Texten, De homini decisivi, zeichnet er sogar ein sehr negatives Menschenbild. Die Menschen für Hobbes sind keine Nutzenmaximierer, sondern die sind uneigennützig bösartig. Also um jemand anders zu schaden, nehmen sie selber auch Schaden in Kauf. Kurz und gut, also wenn man diese modernen Texte liest, stellt man fest, die Leute haben sich mit der klassischen Theorie überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und das Interessante ist, ein Vergleich findet auch nicht statt. Und das wäre eine interessante Frage. Kann das die Spieltheorie jetzt wirklich besser modellieren? Können wir das mit solchen abstrakten Modellen modellieren? Mein persönliches Fazit ist, ich finde die Autoren aus dem 17. und 18. Jahrhundert immer noch überzeugender, was die Argumentation angeht. Und ich habe den Eindruck, die spieltheoretische Neuformulierung präzisiert nicht die Argumente der klassischen Gesellschaftsvertragstheorie, sondern verwässert sie nur bis zur Unkenntlichkeit. Gut, ist, weiter. Das nächste, ich überspringe das mal eben, weil ich fürchte, sonst wird die Zeit ein klein bisschen knapp, aber da kann ich gerne später drauf eingehen. Aber dieser zweite Punkt, Methode als Kriterium der Relevanz, wird auch in dem nächsten zum Ausdruck kommen. Ein weiterer Klassiker, auch sozusagen der Spieltheorie und auch der modernen, vor allem dem Bereich soziale Simulationen, also dem Versuch, Sozialwissenschaften mit Computersimulationen machen, ist die Evolution der Kooperation. Einige von euch haben es vielleicht gehört. Das fing an mit einem Buch, das ein Bestseller gewesen ist in den 80er Jahren von Robert Axelrod, Die Evolution der Kooperation. Und der hat spieltheoretische Modelle genommen, in dem Fall das wiederholte Gefangenendilemma. Das hat er im Modell laufen lassen. Er hat das in eine evolutionäre Simulation eingespeist. Und das kann man sich so vorstellen. In diesem wiederholten Gefangenendilemma treten verschiedene Spieler gegeneinander an. Und die können bestimmte Strategien wählen. Und je nachdem, welche Strategie ich gewähle, habe ich dann in einem Spiel mit einem anderen Spieler eine höhere oder geringere Punktzahl. Wenn die Strategie gut ist, habe ich natürlich eine höhere Punktzahl, sonst eine geringere. Aber die Frage ist, welche von einer ganzen Menge denkbarer Strategien ist eine gute Strategie? Dann hat Axelrod Folgendes gemacht, er hat es in eine evolutionäre Simulation eingespeist. Das heißt, jeder Spieler spielt gegen jeden und wer am Ende viele Punkte hat, der darf sich ein bisschen stärker vermehren und wer wenige Punkte hat, schwächer. Also wir haben eine Population meinetwegen von 100 Spielern und wenn einer besonders viele Punkte hat, am Anfang hat er vielleicht 10 Individuen in der Population, dann hat er in der nächsten Runde 15 Individuen und so weiter macht man das. Und dann über mehrere Runden und dann guckt man, ob sich da irgendwann so ein evolutionärer Sieger herausschält. Und Axelrod kam tatsächlich zu dem Ergebnis,
in diesem Computerturnier, was er angestellt hat. Also er hat ein Preisausschreiben gemacht, wer wollte, konnte Strategien einreichen, mal gucken, wer die Besten sind, haben natürlich auch Mathematik-Experten was eingereicht. Die beste Strategie in seinem Modell war die Strategie, wie du mir, so ich dir, also eine äußerst simple Strategie. Die fängt kooperativ an, man hat immer nur zwei Wahlen, also einen kooperativen Zug und einen unkooperativen Zug. Die fängt kooperativ an, wenn der andere auch kooperativ ist, macht die kooperativ weiter. Wenn der andere nicht kooperativ ist, ändert sie aber und bestraft den anderen. Wenn der andere sich dann aber wieder eines Besseren besinnt, dann spielt diese Strategie wieder kooperativ. So, und das Ergebnis war, die Strategie, wie du mir, so ist dir, ist die beste Strategie. Und dann hat sich daraus für Axelrod ein bestimmtes Forschungsdesign ergeben, hat gesagt, wir können uns doch jetzt diese Simulationsläufe einmal im Detail angucken und dann können wir vielleicht analysieren, welche Charakteristika erfolgreiche Strategien im wiederholten Gefangenendilemma ausmachen. Also nach wie vor zunächst mal nur im Modell. Und er kam dann zu verschiedenen Charakteristika, das klingt auch interessant, sowas wie, fange nicht als erster Streit an, vergelte, wenn die andere Partei Streit anfängt, sei aber auch versöhnlich. Und dann, ganz wichtig, damit das Ganze funktioniert, müssen dieselben Leute immer wieder aufeinandertreffen. Also wenn die sich nicht wieder treffen, dann ist der Anreiz groß, so eine Hit-and-Run-Technik zu machen, den anderen einmal reinzulegen, weil den sieht man ja nicht wieder. So. Und er fand die Strategie, wie du mir, so ich dir, so eine der besten Strategien. Das heißt, wir haben jetzt ein bestimmtes Forschungsdesign, wir nehmen ein spieltheoretisches Modell, speisen das in Simulation ein, analysieren die Simulation, kommen zu so ein paar allgemeinen Grundsätzen und mit Hilfe dieser Grundsätze versuchte oder hoffte Axelrod dann Politik zu erklären, also das Entstehen von Kooperation in sozialen Situationen. Er hoffte auch, er hat auch mit Biologen zusammengearbeitet, dass man dasselbe natürlich auch in der Natur, in der natürlichen Evolution, in der Biologie machen kann. Eins von Axelrods Paradebeispielen war der Erste Weltkrieg, nämlich Leben und Leben lassen im Ersten Weltkrieg. Da stützt er sich natürlich auf eine Studie von jemand anders, einem Soziologen, der da eine klassische historische Studie geschrieben hat. Toni Oeschwes hatte festgestellt, im Ersten Weltkrieg gab es einige Frontabschnitte, wo die Leute nicht miteinander gekämpft haben, jedenfalls nicht richtig, sondern immer so systematisch aneinander vorbeigeschossen. Die haben dann meinetwegen von zwischen 9 und 10 Uhr haben die Deutschen geschossen, das wussten die Engländer, sind die in Deckung gegangen, zwischen 10 und 11 Uhr die anderen, dann hatten sie alle ihre Munition verschossen, konnten ans Oberkommando melden, ja, wir haben gekämpft und den Rest des Tages haben sie Ruhe und es sind dann auch deutlich weniger getroffen. Passierte nicht an allen Frontabschnitten, aber an einigen zeitweise. Fing meistens an mit so Weihnachtswaffenstillständen, wo die Leute dann danach keine Lust mehr hatten, richtig zu kämpfen. So, Axelrod greift das in seinem Thema auf und deutet diese Studie von Ashworth neu mithilfe seines Gefangenendilemma-Modells. Und da ist natürlich die Frage, wie gut funktionieren solche Neudeutungen? Ich habe das mal im Detail untersucht, das ist ein Kapitel meiner Doktorarbeit gewesen, und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Neudeutung durch Axelrod im Grunde der historischen Studie nichts hinzufügen kann. Wenn wir uns diese historische Studie durchlesen, dann stellen wir fest, Toni Oeschwes arbeitet ein sehr differenziertes Ursachenbündel heraus, das eine ganze Latte von Ursachen, die dazu beitragen, erstens, dass dieses Leben- und Leben-Lassen-System an einigen Frontabschnitten entstehen konnte und zweitens auch, dass es sich dann über längere Zeit erhalten hat. Und Axelrod kann mit dem Gefangenendilemma-Modell, wenn überhaupt nur einen Faktor, den man vage als strategische Situation bezeichnen könnte, formalisieren. Das heißt, der größte Teil der Erklärungsarbeit wird hier gar nicht von dem Modell geleistet und kann auch nicht, sondern eher von denjenigen Prinzipien, die angewendet werden, um zu klären, welche Präferenzen haben die Leute oder überhaupt von anderen Prinzipien. So, im Gesamtergebnis, und wenn man das ein bisschen kritisch liest, kommt man zu dem Ergebnis, hier wird eigentlich nur ein bekannter Befund in der neuen Terminologie, in einem neuen Jargon, nämlich dem der Spieltheorie, neu formuliert. Es gibt aber kein Erkenntnis-Surplus. Ist zumindest das Ergebnis, zu dem ich gekommen bin. Das Interessante ist, dass überhaupt nur sehr wenige Leute diesen Vergleich mal gemacht haben. Ich glaube, da war ich der Einzige, und da war das Modell, dieses Buch vom Axelrod, schon 20 Jahre auf dem Markt. Und das zeigt sich, also da komme ich gleich zu, dass es nicht funktioniert. Es ist interessanterweise auch das einzige Beispiel geblieben, wo das mal auf konkrete Situationen angewandt worden ist. In der Biologie war die Situation ähnlich desaströs. Biologen haben das versucht anzuwenden. Es gab eine Phase zwischen Mitte der 80er Jahre, Mitte der 90er Jahre, wo das versucht worden ist. Es hat nicht funktioniert. In der Biologie war die Diskussion Mitte der 90er Jahre abgeschlossen und das Ergebnis war, es funktioniert nicht. Wir finden keine Situation, wo wir die Parameter messen können. Es hat sich auch weiter herausgestellt, dass das Modell wenig stabil ist. Also wenn man die Parameterwerte oder die Ausgangssituation etwas anders macht, dann kommt man zu ganz anderen Ergebnissen. Dann ist auf einmal nicht mehr, wie du mir, so ich dir, die beste Strategie, sondern möglicherweise die Strategie ewige Vergeltung oder eine andere. Das heißt, es ist äußerst gefährlich, allein aus Modellen solche generellen Prinzipien ableiten zu wollen. Naja,
Nun kann man sagen, schön und gut, so ist eben Wissenschaft. Man probiert was, dann funktioniert nichts, dann lernt man draus. Und da ist das Problem. Es ist daraus nicht gelernt worden. In der analytischen Philosophie und auch in dem Bereich soziale Simulationen gilt Axelrod immer noch als Klassiker. Wenn man Forschungsberichte liest aus den Nullerjahren und so, es werden immer noch die Beispiele aus der Biologie zitiert als Erfolgsbeispiele, die im Grunde später widerlegt worden sind. Und das ist das Unglückliche. Ich habe selber versucht, sowas dann mal einzureichen in einem Journal für Philosophie, analytische Philosophie. Da haben wir das erste Problem bei der analytischen Philosophie. Man kann sowas gar nicht anbringen. Man kann jetzt nicht sagen, wenn man in der analytischen Philosophie festgestellt hat, Spieltheorie ist keine gute Methode, ach, lass uns doch lieber vergleichende Historiografie machen, weil es vergleichende Historiografie gehört nicht zu dem Methodenkanon, den analytische Philosophie macht. Man kann es dann irgendwo anders veröffentlichen, aber nicht in der analytischen Philosophie. Und selbst dieser kritische Vergleich ließ sich nicht veröffentlichen. Ich bekam zwei Antworten, also beide Referees haben gesagt, ganz mieses Paper, bloß nicht veröffentlichen. Der eine sagte, erstens, Historiker können ohne formale Modelle sowieso nichts erklären. Ist Quatsch, aber daran glauben die. Und wer mir nicht glaubt, dass die es glauben, googelt mal Joshua Epstein, Why Model, das ist einer aus der Szene, der dieses Credo so öffentlich, die sehen das so. Die sagen, es ist sowieso immer ein Modell da, ist entweder implizit oder explizit. Aber gut, das andere hat mir dann eher zu denken gegeben, dass Leute gesagt haben, naja, Axelrod, der hat halt einen sehr großen Anspruch erhoben. Ich hätte mich hier auf ein Beispiel gestützt, wo einer einfach den Mund zu voll nimmt und meint, er kann mehr erklären, als er mit Modellen erklären kann. Dann habe ich mich gefragt, gut, was erklären denn die anderen, die da bescheidener sind? Ein Beispiel ist eine Studie von Rudolf Schüssler, unmittelbar in dem Fahrwasser von Axelrod, wo er sagt, zu folgendem Ergebnis kommt, ich lese das mal vor, spieltheoretische Argumente können empirisch wenig erklären, also viel bescheidener als Axelrod, aber sie können auf Möglichkeiten hinweisen. Noch so ein paar Sachen sagt er, wie viel oder wenig das ist, ist eine Frage der Perspektive und der Neigung, sich mit der Kunst des Möglichen zu begnügen. Das ist aber dann natürlich wieder ein bisschen zu wenig. Also wenn es nachher eine Frage der Neigung ist, ob ich eine wissenschaftliche Erklärung akzeptieren will oder nicht, dann habe ich keine wissenschaftliche Erklärung mehr. Ich meine, das sollte ja objektiv sein. Und das ist dann das andere Problem. Und so ist auch Rudolf Schüsslers Buch, der kloppt ein paar Modelle durch, das macht er ganz schön, aber er kann keine Schlussfolgerungen ziehen. Und den Punkt sollten wir uns mal merken, Modelle durchrechnen oder Mathematik durchrechnen und nachher keine Schlussfolgerungen mehr ziehen, das ist etwas, was ich dann in der Digital Humanities dann auch öfters erlebt habe. Gut, noch ein paar Hintergrundinfos, ja genau, das vor allem aus der Diskussion der Biologie, da haben die dann auch so ein bisschen sich gefragt, warum hat das nicht funktioniert und die sind zu dem Ergebnis gekommen, hier hat sich irgendwie diese Modellierertradition entkoppelt von der Empirie, es gab keine Feedback-Loop. Wenn die Modellierer jetzt aus dem Scheitern, empirischen Scheitern gelernt hätten, gesagt haben, gut, wir brauchen andere Modelle und wir müssen gucken bei den Parametern, die wir verwenden, welche Parameter kann man überhaupt messen, damit wir eben auch prüfbare Modelle bauen, dann wäre es gut gegangen. Aber das ist nicht geschehen. Und von diesen wirklich Dutzenden von Modellen, die im Gefolge von Axelrod veröffentlicht worden sind, konnte kein einziges in der Biologie angewandt werden. Es gab wenige Versuche, das zu machen, die sind alle gescheitert. Das Tragische ist aber, dass die Geschichte trotzdem weiterhin als eine Erfolgsgeschichte innerhalb der Community geschrieben wird. Hier ein kleines Zitat aus einem Paper von 2010 in Science geschrieben, wo die Leute ganz ähnlich wie Axelrod ein Computerturnier gemacht haben, diesmal natürlich ein anderes Modell, Prisoner's Dilemma ist inzwischen langweilig geworden. Und um das zu motivieren, schreiben sie am Anfang, The organization of similar tournaments by Robert Axelrod in the 1980s proved an extremely effective means for investigating the evolution of cooperation and is widely credited with invigorating the field. Das stimmt zwar so weit, dass viele Leute immer noch meinen, das wäre ein großer Wurf gewesen, aber tatsächlich hat das nicht funktioniert. Und dass dieses, das so veröffentlicht wird, das zeigt, dass nicht nur die, die das geschrieben haben, das zu sehen, sondern offenbar auch die Gutachter, die das zu sehen. Merke, in der Wissenschaft kann man jeden Quatsch veröffentlichen, man kann es nur nicht alleine machen, man braucht eine Gruppe, damit auch die Gutachter von den Papers auch davon überzeugt sind. Das hat sich halt hier ergeben. So, und das Interessante ist sozusagen die völlige Ignoranz der Empirie seitens hier dieser Modellierer-Community und auch der Restriktionen, unter denen die Empirie arbeitet, dass man eben Nutzenwerte, Werte sind, die kann man nicht einfach messen. Und da muss man sich natürlich fragen, wie gehe ich als Modellierer um oder sollte ich vielleicht lieber Modelle bauen, die an messbare Größen anknüpfen. Und insgesamt, klar, was man feststellt, also einmal die Methode wird zum Kriterium der Relevanz erhoben. Es ist sehr leicht, solche Modellstudien oder war jedenfalls lange Zeit zu veröffentlichen. Man nimmt irgendein bekanntes Modell, ändert die Rahmensituation ein bisschen ab, rechnet das durch, kommt zu neuen, interessanten Ergebnissen und kann das veröffentlichen. Super. Und das zweite, Phänomene werden nicht zur Kenntnis genommen.
Und typische Symptome, was einfach so zu dieser Pathologie gehört, ist einmal der Mythos vom Vorsprung durch Technik, selbstzweckhafter Technikeinsatz, dann eine sehr stark methodengetriebene Forschung, mit höflicher Ignoranz, haben wir gesehen, Gesellschaftsvertragstheorie oder Abwertung der nicht modellhaften Forschung. Dann entweder übertriebene Schlussfolgerung, überzogener Anspruch oder so eine Art falsche Bescheidenheit, wenn dann überhaupt keine Schlussfolgerungen mehr gezogen werden. So kann man sich natürlich auch der Kritik beziehen. So, jetzt habe ich noch ganz wenig Zeit. Wie sieht das aus in den Digital Humanities? Ich will schnell zwei Beispiele durchsprechen, wo ich mich übrigens auch auf die Kritik von anderen schütze. Ein ganz interessantes ist das die Fallstudie, das Beispiel The Exceptional and the Everyday Net. Das betrifft die Maidan-Revolution in Kiew. Und die haben, hier sieht man ein Beispiel, sich die Instagram-Bilder rausgesucht. Instagram ist interessant, weil Instagram nicht die Plattform war, über die die sich koordiniert haben. Das heißt, man kann argumentieren, dass man da so einen relativ unverzerrten Blick vielleicht kriegt. Und haben dann verschiedene Visualisierungen gemacht, wo die geguckt haben, wie viele Bilder wurden tagsüber gepostet, wie viele nachts, wie viele wurden von dem zentralen Platz gepostet, wie viele aus der Peripherie und kamen dann zu bestimmten Ergebnissen. So, das heißt, es wird in Instagram-Bilder gemacht, die werden analysiert mit Hilfe von Visualisierungen, kann man sich auch auf EverydayNet angucken, sieht hübsch aus und das wurde dann später kommentiert in Form von Essays. Schaut man sich das aber genauer an, stellt Folgendes aus. Erstens, diese Visualisierungen erlauben nicht wirklich tiefergehende Schlussfolgerungen und von den Autoren selber werden auch keine gezogen, außer so denkbar banalen wie, naja, das Alltägliche ist plötzlich ganz dicht neben dem historisch Bedeutsamen, ist ganz klar. In Kiew gab es nicht nur die Revolution nebenher, ging auch der Alltag noch weiter. Und der zweite Punkt, die Essays, die da veröffentlicht sind, die gehen schon ein bisschen tiefer, aber das, was sie an Interpretationstiefe erreicht, stützt sich im Wesentlichen auf andere Quellen, auf politikwissenschaftliche Studien etc., nicht auf diese Instagram-Sachen. So, und da kann man natürlich fragen, ist das ein milder Fall von positivistischem Methodenfetischismus? Ja, ich würde sagen, es ist selbst zweckhafter Technikgebrauch. Es konnten mit Hilfe der Techniken, die angewandt werden, keine substanziellen Schlussfolgerungen gezogen werden. Vielleicht machen das nochmal irgendwann andere. Und die Auswertungen, aber immerhin die Auswertungen, die sie haben, beschränken sich nicht darauf. Und das ist, da habe ich dieses Beispiel her, kritisch kommentiert worden in einem Buch von Barry und Fagerjord, Digital Humanities, Knowledge Critique in a Digital Age, 2017 erschienen. Wie ich finde, ein sehr gutes und reflektiertes Buch. So, jetzt ein anderes Thema, wo ich auch drauf gekommen bin, das deutsche Wörterbuchsystem. Da ist auch vor einem Jahr oder so eine geharnischte Kritik entschieden von einem klassischen Lexikografen, der war sauer, weil die das Grimmsche Wörterbuch abgewrackt haben in Berlin und stattdessen dieses neue deutsche Wörterbuchsystem angeschafft haben, hat sich das angeguckt und hat gesagt, das ist kein Ersatz für die Art Lexikografie, die wir haben. Und ich habe mir das mal angeguckt, und das können wir uns vielleicht gleich mal eben ganz kurz zusammen angucken, was für Kritiker da hat. Zumindest der entscheidende Punkt ist, das deutsche Wörterbuchsystem ist mit dem Anspruch aufgetreten, die modernere Art, wie man Wörterbücher macht, nach vorne zu bringen und im Grunde auch diese klassische Lexikografie abzulösen. Klassische Lexikografie funktioniert so, es werden händisch Exzerpte angefertigt und die werden dann in einem Redaktionsprozess von Menschen in einen Artikel umgesetzt. Und das DWDS versucht da ein viel flexibleres System. Da müssen natürlich auch Menschen und Redakteure mitarbeiten, aber man versucht zum Beispiel Belege vom Computer selber aus dem Material rauszuholen. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das aussieht, wenn wir so ein Wort wie Cloud uns ansehen. Man kriegt hier also eine, das ist von der Redaktion gemacht worden, eigentlich sehr gute Bedeutungserklärung. Man kriegt auch aktuelle Belegstellen, das ist toll. Aber auf diesem selben Bildschirm, hoppla, oh, das sieht man nicht, schade. Okay, ich kann es euch nur auf dem Screenshot zeigen, da habe ich auch einen roten Pfeil. Neben diesen sehr treffenden Informationen kriegt man aber auch falsche Informationen angeboten. Man kriegt hier eine Gebrauchskurve. Und hier an der Stelle bin ich im 18. Jahrhundert, wo das Wort Cloud auf einmal im 18. Jahrhundert gebraucht wird. Das kann gar nicht sein. Und wenn man sich dann hier aus den verschiedenen Quellenmaterialien die Belege rausholt, kriegt man auch jede Menge Belege, die nicht zu der hier angegebenen Bedeutung passen, sondern die natürlich sich dann auf St. Claude in der Nähe von Paris beziehen und solche Sachen. So, und die Frage ist das ein Problem? Alan Kirkness sagt, ja, das ist ein Problem, weil ich habe nachher ein Wörterbuch, das ich nicht wissenschaftlich verwenden kann, so wie ich das Grimmsche Wörterbuch verwenden kann. Beim Grimmschen Wörterbuch kann ein Germanist reingucken, er kann sich auf die Informationen verlassen, weil Experten die redigiert haben. Hier kriege ich eine Mischung aus menschengeneriertem und computergeneriertem Kontext, der potenziell unzuverlässig ist. Und ich habe noch Glück, wenn ich das bei so einem Beispiel wie Cloud als offensichtlich selber erkennen kann. Aber man kann sich vielleicht vorstellen, es gibt subtilere Beispiele, wo man das nicht erkennt. So.
Ich würde diese Kritik nicht ganz in der Schärfe teilen von Kirkness, weil, das muss man schon sagen, man sieht es hier nicht auf dem Screenshot, die geben immer an, woher der Content kommt. Also wenn etwas computergeneriert ist, steht das da drüber. Das heißt, ich kriege möglicherweise Schrott-Content, aber ich werde gewarnt vom DWDS. Ich kriege eben, was da ist. Qualitativ hochwertiger Content da ist, kriege ich den, kann ich mich darauf verlassen. Ist anderer da, kriege ich den, muss ich aber selber mit umgehen können. Ein anderes Problem bleibt aber bestehen, das Problem, dass das DWDS keine Permanent-Links anbietet. Also ein Lexikon wie das Grimmsche Wörterbuch kann ich zitieren, kann ich Seitenzahl angeben. Das hier kann ich nicht zitieren, wenn ich dasselbe Wort, sagen wir mal, ein paar Monate später aufrufe, können da wieder andere Informationen geben. Meiner Meinung nach ein technisch lösbares Problem, aber bisher nicht lösbar, sodass man auch hier die Frage stellen muss, in dem Zustand, in dem das jetzt ist, ist das hier auch ein Beispiel für den Mythos des Vorsprungs durch Technik. Wir machen besseres Wörterbuch mit Technik, aber de facto ist es nicht in demselben Maße, bisher jedenfalls nicht wissenschaftlich verwendbar wie die anderen. Ja, ich komme zum Schluss, genau. Meiner Meinung nach sind da zwei Dinge so ein bisschen durcheinander gegangen, nämlich das, was ein Erschließungsprojekt ist und das, was ein Technologieentwicklungsprojekt sein sollte. In einem Technologieentwicklungsprojekt probiert man neue Technologien aus. Die können funktionieren oder nicht funktionieren. Ist keine Schande, wenn die nicht funktionieren, hat man auch was gelernt. Wie zum Beispiel hier diese Technologie, automatisch Belege zu extrahieren. Die funktioniert eben manchmal nicht, weil der Computer Synonyme nicht gescheit erkennt. In einem Erschließungsprojekt, da sollte ich aber tunlichst nur bewährte Technologien anwenden und da sollen Ergebnisse raussetzen, es wird ja was erschlossen für eine Wissenschaft, die dann auch mehr oder weniger blind verwendet werden können. Das ist, glaube ich, sozusagen die höflichste Interpretation, die man hier dem DWDS mitgeben kann, dass es eher ein Technologieentwicklungsprozess ist als ein Erschließungsprojekt. Aber dann kann man nicht sagen, das ist ein Projekt, was klassische Wörterbücher oder klassische Lexikografie ersetzt, wie das Wolfgang Klein, der Initiator, getan hat. Gut, damit bin ich am Schluss. Was sollen wir tun? Sollen wir auf Technik verzichten? Nein, natürlich nicht, aber man muss sich kritisch die Frage stellen, wenn ich Technik einsetze, es sollte eigentlich immer gegenstandsgetrieben sein. Man muss sich fragen, ist die Problemstellung, die ich mit Hilfe der Technik untersuche, nicht bloß deshalb interessant, weil ich sagen kann, ich habe hier ein tolles Modell, sondern ist das interessant, weil ich sagen kann, der Gegenstand ist relevant und interessant. Kann man sagen, Evolution, Evolution ist natürlich ein relevanter Gegenstand, es hat bloß nicht funktioniert, aber es gibt eben andere Beispiele, wo Maidan, wo es wirklich nur Spielerei mit Technik zu sein scheint. Und die andere Frage, die man sich immer stellen muss, ist die Technik nicht nur Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck? Gut, danke, damit bin ich am Ende. Ich habe leider ein bisschen überzogen. Aber, danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Zu dem grundsätzlichen Problem, was als Ausgangsproblem hier konstatiert wird, nämlich dass die Methode, Methodenfetischismus über das Phänomen gestellt wird. Man kann ja auf der einen Seite sagen, okay, ohne Methode sind die Phänomene auch nichts, also sozusagen nur Chaos, Ungeordnetes. Man kann nicht wissen, was da eigentlich einem entgegentritt. Man muss es irgendwie schon vorordnen, um überhaupt zu sehen, was da ist. Auf der anderen Seite eben, was Sie da dargelegt haben, ist dann die andere Seite, die, dass der Fetischismus der Methode dazu führt, dass die Methode die Phänomene gar nicht mehr erkennen lässt. Ein klassisches erkenntnistheoretisches Problem, wo ich mich jetzt also frage, welche Kriterien es geben könnte, dieses Problem zu lösen oder die Spannung zumindest aufzuweichen. Wo positioniert man sich jetzt also am besten? Ganz kurz. Also einerseits, ich denke natürlich, bei neuen Methoden ist immer so, da muss am Anfang eine etwas chaotische Phase kommen, worum gespielt wird und das ist auch okay so und das glaube ich auch in den Digital Humanities okay. Nur eben Evolution der Kooperation hat sich gezeigt, diese Phase ist nie abgeschlossen, die sind nie erwachsen geworden, weil irgendwann muss man schon einen Strich ziehen und fragen, was bringt uns jetzt das soziale Simulieren und was für einen Erkenntnisgewinn habe. Und dann, ich sehe das jetzt nicht so als ein kritisches Problem. Klar, man braucht immer irgendwelche Voraussetzungen, bevor man an ein Erkenntnisprojekt Prozess rangeht. Daran habe ich nichts, aber man braucht nachher eine kritische Prüfung und das hat hier in der Community nicht oder zu wenig stattgefunden. Die haben sich einfach der empirischen Überprüfung nicht gestellt und beziehungsweise mit dem Ergebnis, dass das nicht funktioniert hat, sind sie so umgegangen, dass sie nachher gesagt haben, ah nee, dann behaupte ich lieber nichts, dann mache ich ja nichts falsch und das kann nicht der Sinn der Sache sein.
Und das sehe ich eben auch in den Digital Humanities oft, dann kriegt man diese schönen GEFI-Visualisierungen, es werden weiter keine Schlussfolgerungen gezogen. Man muss den Mut haben, Schlussfolgerungen zu ziehen, wenn man feststellt, ich kann keine Schlussfolgerungen ziehen, dann muss man sich fragen, ob man nicht doch besser andere Methoden verwenden sollte. Also das ist ganz klar. Und ich finde, man sollte Phänomene immer breit zur Kenntnis nehmen. Ich sollte, wenn ich sowas wie untersuche wie Evolution der Kooperation, nicht nur die Simulationsliteratur lesen, sondern vielleicht auch mal einen Blick in die empirische Literatur wagen oder zum Beispiel auch mal diese Studie von Tony Ashworth, wo ich glaube ich innerhalb der Szene der Einzige war, der die jeweils aus der Bibliothek geholt hat und gelesen hat. Und natürlich direkt gesagt kriegt, naja, ohne Modelle kann der ja gar nichts erklären von Leuten, die es nie gelesen haben. Also ist einfach so. Ich kann das im Detail hier nicht begründen, ihr könnt gerne auf meine Webseite, habe ich dann die Paper und auch ausführlich die Modelle diskutiert, warum ich das kritisch sehe. Ja, ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Die Ergebnisse zu diskutieren und Schlussfolgerungen zu ziehen ist das eine. Was mich aber darüber hinausgehend auch interessieren würde, ist, ob nicht Digital Humanities Projekte, wenn sie halt neue Technologien einsetzen, aber auch schon bekannte, immer viel mehr oder viel stärker reflektieren müssen, warum sie welche Methoden einsetzen und das viel expliziter machen müssen, als das vielleicht so gängig gemacht wird. Also auch dieses Panel ist ja unter dem Label Theorie der digitalen Geschichtswissenschaften und Theorie wird ja auch durchaus unterschiedlich verstanden, unterschiedlich definiert. Ich verstehe Theorie als Reflexion erst einmal, was wir machen, also praxeologisch, und dann um Erkenntnisbedingungen zu klären, also zu klären, warum, was müssen wir tun, um zu Erkenntnissen zu kommen, ganz platt formuliert. Ja? Und dann wäre ja eine Konsequenz zu sagen, dass für verschiedene Forschungsvorhaben in den Digital Humanities einfach viel expliziter verargumentiert werden muss, warum wir jetzt welche Methoden einsetzen, um zu erwartbaren Ergebnissen zu kommen. Ja, also ich denke, ich habe das ja eben so ein bisschen mit dem Beispiel Technologieentwicklungsprojekt, wo ich versucht habe, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, okay, wir brauchen auch Rumspielerei, das sehe ich ja, dass man bestimmte Methoden einfach ausprobieren muss, aber dann müsste am Ende trotzdem eine Schlussfolgerung stehen, nämlich eine Schlussfolgerung bezüglich der Frage, welches Potenzial hat diese Methode, und das sehen wir bei den Bandaren zum Beispiel nicht, da wird einfach diese Methode vorgeführt, wir haben schöne Visualisierungen, aber die Frage, wie kann ich das jetzt in eine wissenschaftliche Argumentation einbauen, oder was erhält mir das, was ich zum Beispiel in den üblichen politikwissenschaftlichen Studien zu dem Thema nicht habe, solche Fragen müsste man sich stellen, hat die Methode Potenzial, und dann finde ich, ist es auch legitim, wenn man einfach mal mit Methoden rum Spiel. Aber es muss so eine Schlussfolgerung der Art sein. Und ansonsten, wenn es primär um einen bestimmten Gegenstand geht, den man untersucht, da muss man natürlich sehr reflektiert sein, fragen, welche Methoden gibt es da, welche funktionieren, welche nicht, und dann muss man die nehmen, die funktionieren. Und wenn ich zum Beispiel feststelle, Spieltheorie funktioniert nicht, dann muss es auch erlaubt sein zu sagen, okay, dann mache ich eben vergleichende Historiografie. Und das ärgert mich an der analytischen Philosophie. Die tun immer so wissenschaftsnah, aber wenn es nicht die Naturwissenschaft und die Technik ist, dann haben sie auf einmal keinen Spaß mehr dran. Also das ist so eine Sache. Und das sollte halt nicht schiefgehen. Das darf in den Humanities auch nicht schiefgehen. Klar, wenn man Digital Humanities macht, hat man sich ressorttechnisch immer schon so ein bisschen festgelegt. Aber man muss sich trotzdem die Offenheit behalten, zu sagen, okay, in dem Bereich funktionieren die Methoden nicht. Das sind klassische Ansätze besser. Und es ist ganz klar, dass die nicht verschwinden werden. Wasser auf meine Mühlen. Ich stimme Ihnen hundertprozentig zu und argumentiere jetzt quasi auch gegen mich selber. Was ja in der Philosophie immer sehr hilfreich sein kann. Sie rücken Digital Humanities sehr nahe an das Wissenschaftsmodell der Normalwissenschaft sozusagen. Aber ich denke, ein wesentlicher Mehrwert, und das habe ich selber vermutlich noch nicht richtig bedacht, ist, dass in den Digital Humanities heuristische Verfahren eine viel größere Rolle spielen als in den traditionellen Geisteswissenschaften. Würden Sie das ähnlich sehen? Und wenn ja, wie würde das Sie zwingen, Ihre Position zu modifizieren? Ja, also erstens, klar, ich sehe das ähnlich. Und zum Beispiel, was bei dem DWDS, die Algorithmen, die verwendet werden, um Belegstellen rauszusuchen zu einem Wort, das sind höchstwahrscheinlich Heuristiken, die da verwenden. Und das funktioniert im Großen und Ganzen auch gut, aber es gibt eben diese charakteristischen Fehler, die Computer eben machen, die ein Mensch nie machen würde.
So. Das heißt, ich finde, man muss sich bewusst sein, welche Schwierigkeiten hat die Methode. Und wenn ich dann ein Wörterbuchprojekt habe, ist die Frage, wie verwende ich die Methode? Werfe ich das wirklich dann dem Nutzer zum Fraß vor, was der Computer ausspuckt? Oder muss ich sagen, da muss eben dann doch noch ein Redaktionsprozess davor, wo Menschen nochmal drüber schauen. Die werden dann wahrscheinlich schneller arbeiten können als so die klassische Lexikografie. Insofern ist das definitiv ein Gewinn. So sehe ich das. Also ich plädiere dafür eine Methodenbewusstsein. Ansonsten glaube ich, ob das heuristische Verfahren oder andere sind, ändert nichts grundsätzlich an der Frage, an dem Problem und an dem Risiko. Das Risiko, dass man sich zu blind auf Technik verlässt oder sich von seiner eigenen Technikbegeisterung vortragen lässt, das ist, glaube ich, da immer gegeben. Und das kenne ich auch persönlich, ich meine, das macht ja Spaß, diese Computersimulationen zu machen. Ich hatte auch eine Zeit lang Spaß, aber irgendwann kommt der Katzenjammer, weil man sich natürlich dann fragen muss, was habe ich da eigentlich rausgefunden. Vielen Dank. Ja, okay, ich hoffe, dass wir die Diskussion noch ein bisschen weiterführen können. Als nächstes wird Daniel Althoff sprechen. Er hat in Jena Philosophie und Deutschliteraturwissenschaften studiert und in Heidelberg promoviert zu Hegel, also der nächste Philosoph im Line-up. Aktuell ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Berlin-Brandenburgischen Akademie für Wissenschaften, wo er bei Telota arbeitet. Ich hoffe auch, dass wir jetzt dann das Licht in den Griff kriegen, so viel zum Thema Technikkontrolle. Aber ich setze mich sicherheitshalber trotzdem daneben. Okay, vielen Dank. In meinem Vortrag geht es um Verwandtschaftsverhältnisse, um natürliche zwischen Computer und den Naturwissenschaften und neue zwischen Computer und den Geisteswissenschaften. Der erste Schritt ist die Bestimmung des Unterschieds zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften mit dem Ziel zu zeigen, warum der Einsatz von Computern bei dem einen nahe liegt, bei dem anderen nicht. Mit anderen Worten, warum die Digital Humanities in den Geisteswissenschaften so einen schweren Stand haben. Der grundsätzliche Unterschied zwischen Zahl und Zeichen wirft ein grundlegendes Licht darauf. Und das ist auch mein Ausgangspunkt. Im Abstract, falls den jemand zur Kenntnis genommen hat, wird die prinzipielle Spannung zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften letztlich zwischen Geisteswissenschaften und dem Computer historisch umrissen. Aber beides läuft letztlich auf den gleichen Befund hinaus. Mit ein paar Überlegungen zur Digitalität wird dieser Unterschied zwischen Zahl und Zeichen jedoch abgebaut und die Stellung des Computers in den Geisteswissenschaften als zentral gezeigt. Verschaltet wird damit eine Reflexion über das Thema der Tagung, nämlich was kann digitale Vernunft leisten. Die Eigenschaften der Paradigmen von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften stehen in einem engen Zusammenhang mit der Unterscheidung zwischen Zahl und Zeichen. Ein Zeichen ist nämlich etwas, was für etwas anderes steht. Das Zeichen verweist nur auf eine Sache. Zeichen benötigen eine Interpretation, eine Auslegung. Die Hermeneutik ist die Kunst dieser Auslegung. Mit Zeichen kann man jedoch nicht rechnen, also operieren, wie man das mit Zahlen machen kann. Man kann Zeichen nur lesen oder deuten. Das erfordert ein komplexes, semantisches und kulturelles Wissen. Was das Zeichen bedeutet, erschließt sich erst vermöge dieses Wissens, was selbst Zeichen vermittelt ist, weil alles Wissen Zeichen vermittelt ist. Es ist also abhängig von einem historischen Diskurs, den das Zeichen selbst verändert. Nämlich, es besteht eine Wechselwirkung zwischen Zeichen und Kontext. Der Kontext bestimmt das Zeichen und das Zeichen wirkt auf den Kontext. Ein hermeneutischer Zirkel. Weil es nicht automatisierbar ist, macht es einen Unterschied, ob ein Computer oder ein Mensch mit einem Sachverhalt bzw. mit einem Zeichen konfrontiert wird. Es macht sogar einen Unterschied, welcher Mensch mit einem Zeichen konfrontiert wird. Die Zahl scheint auch ein herkömmliches Zeichen zu sein. Es hat ein Signifikant, ein Zeichenkörper, der beliebig ist und die Zahl hat ein Signifikat, eine Bedeutung, zum Beispiel Konzept 2. Aber die Zahl ist Teil eines mathematischen Symbolsystems, was im 16. Jahrhundert eingeführt wurde und Zeichen und Sache verschmelzen lässt. Das heißt zum Beispiel, das Lesen von Zahlen und Formeln ist nicht unterschieden von der Operation mit den Zahlen und Formeln. Mit anderen Worten, man kann mit Zahlen rechnen. Das Dezimalsystem, was das römische System ablöst, erlaubt das schriftliche Rechnen ohne Abzählen. Allgemeiner gesagt, die Kalkülisierung, wie das genannt wird, das heißt die Symbolisierung von formalen Systemen, erlaubt das Operieren mit logischen Zusammenhängen
Alleinvermöge der Symbolmanipulation. Wahrheit ist hier formalisierbar und auf Richtigkeit zurückführbar. Das Operieren mit Zahlen bzw. mit mathematischen Symbolen kann somit automatisiert werden. Das Ergebnis bleibt immer das gleiche, egal ob vom Computer oder vom Menschen ausgeführt. Vorausgesetzt, es ist eben richtig ausgeführt. Und das zeigt eben auch, weswegen Wahrheit auf Richtigkeit zurückgeführt wird, weil die Richtigkeit der Durchführung die Wahrheit verbirgt. Die Zahl benötigt keine Interpretation, die Zahl ist quasi die Sache selbst. Das konstituiert eben Verwandtschaftsverhältnisse und die schauen wir uns jetzt kursorisch an. In den Naturwissenschaften ist die Natur als quantifizierbare Größe das Objekt, das mit Hilfe von allgemeinen Gesetzen beschrieben wird. Die Naturwissenschaft bewegt sich also in einem physikalischen Raumzeitkontinuum. Die Geisteswissenschaften befassen sich im weitesten Sinne mit der Vielschichtigkeit der Kultur, wie sie sich in überlieferten Zeichen rekonstruieren lässt. Die Geisteswissenschaft bewegt sich damit in einem historischen Raumzeitkontinuum. Die Naturwissenschaften formulieren Gesetze zu den Zusammenhängen. Die Zahl macht diese Zusammenhänge berechenbar und universell. Die Natur wird erklärbar. Die Geisteswissenschaften formulieren keine Gesetze, sondern Thesen zu den symbolischen Verweiszusammenhängen, von denen die überlieferten Stücke als Zeichen zeugen. Das Zeichen macht den Verweiszusammenhang deutbar, Kultur wird verstehbar. Das sind so die klassischen Paradigmen von Erklären und Verstehen. Computer sind entsprechend in der Naturwissenschaft Werkzeug erster Wahl. Sie berechnen. In den Geisteswissenschaften können die Computer die Gegenstände und die Zeichen zwar erfassen, aber sie können sie nicht deuten. Zwischen Computer und der Naturwissenschaft besteht also eine natürliche Verwandtschaft, weil Naturwissenschaft mit Zahlen und mathematischen Symbolen operieren. Zwischen Computer und den Geisteswissenschaften besteht die Verwandtschaft zunächst nicht, weil sie mit Zeichen operieren, also die Geisteswissenschaften mit Zeichen operieren. Entsprechend besteht auch eine große Skepsis der Geisteswissenschaft gegenüber den Digital Humanities. Es besteht sogar mehr als Skepsis, weil man nämlich diese Paradigmen historisch als solche rekonstruieren kann, die sich in strikter Abgrenzung zum je anderen verstehen, also was ich im Abstract so ein bisschen skizziert habe, ist die Skepsis tief verwurzelt und schlägt zum Teil in Ablehnung um. Man kann sich also einen Geisteswissenschaftler vorstellen, der den Einsatz von Computern schlicht damit ablehnt, dass in den Geisteswissenschaften nicht gerechnet werden kann und der Computer mit den Kernaufgaben der Geisteswissenschaften nichts zu tun hat. Also man muss die ablehnende Haltung gegenüber dem Computer nicht, zumindest ausschließlich, damit fundieren, dass die Geisteswissenschaft nur interpretieren würde. Also so ein schlichtes Bild muss gar nicht herangezogen werden. Sie arbeiten, also die Geisteswissenschaften arbeiten natürlich auch schon am Zeichen, aber es wird nicht gesehen, wie automatisiert am Zeichen gearbeitet werden kann. Und das schauen wir uns jetzt an. Denn wenn man Digitalität genau betrachtet, kommt der Computer in ein neues Verwandtschaftsverhältnis zu den Geisteswissenschaften. Aber warum ist das der Fall? Alle Wissenschaft hat ihre notwendige Bedingung in der methodisch ausweisbaren Differenz. So fußt die Naturwissenschaft auf experimentell gewonnenen Daten, also Quantifizierung, die Geisteswissenschaften auf Zeichen und die Literaturwissenschaft zum Beispiel auf Texten. Jede Wissenschaft muss dann ihre Thesen und Hypothesen am Gegenstand festmachen. So die Naturwissenschaften durch Messgeräte oder die Literaturwissenschaften durch Textanalyse. Da, wo also die Geisteswissenschaften Thesen über ihre Zeichen formulieren oder die Literaturwissenschaften Thesen über die Texte, steht das Zeichen am Ausgangspunkt. Das heißt, schlicht, die Deutung der Zeichen fängt beim Zeichen an. Das leisten also genau die Digital Humanities. Sie analysieren Zeichen und das mithilfe digitaler Methoden. Doch was heißt hier Digitalität? Das ist das Entscheidende. Sie definieren sich weniger darüber, was die Digital Humanities tun. Das ist meine These. Sie also weniger darüber, was sie tun. Denn Sibylle Krämer und Michael Raunig, die haben hier auf der Konferenz gezeigt, wie ähnlich analoge und digitale Methoden verfahren und hier also kein prinzipieller,
so nur ein gradueller Unterschied festgemacht werden kann, wenn darauf geachtet wird, was gemacht wird. Ja? Das Tun unterscheidet sich nicht so sehr. Sie definieren sich also die Methoden, die digitalen Methoden in erster Linie darüber, dass die Zeichen in Form von Bits und Bytes vorliegen. Das heißt, die Digital Humanities transformieren die Zeichen, in welcher Form sie auch immer vorliegen, in eine diskrete Repräsentation, aufgebaut aus 0 und 1. Alle Medien, Bild, Ton, Text etc. werden in das Supermedium Computer überführt und aus dem Minimalunterschied des Bits generiert. Damit vollziehen die Digital Humanities ein Paradoxon eigentlich. Denn die Digitalisierung verlagert das materiale Zeichen ins Virtuelle und die Virtualisierung ist allgemein als Entmaterialisierung gedacht. Aber indem sie das tun, die Virtualisierung also, stärken sie gerade die Dimension der Materialität. Denn indem sie den Text aufbrechen in seine Bestandteile, bergen sie gerade dessen Zeichenmaterialität, also die Materialität, die den Text bildet. Diese Digitalisierung hat zwei entscheidende und folgenreiche Aspekte, auf die es mir ankommt. Teilweise können die auch eben philosophisch reformuliert werden und wer Hegel kennt, hört hier gewisse Anklänge. Das wiederum ist auch Indiz dafür, dass an dieser Stelle bereits die Auseinandersetzung mit Vernunft und der Frage nach der digitalen Vernunft einsetzt. Diese Aspekte beleuchten auch, warum der Computer ein solches Supermedium genannt werden kann. Reine Differenz. Auf physikalischer Ebene lässt sich das Medium der Digitalität sicherlich weiter zurückführen auf seine technischen Bedingungen bis hinunter zur molekularen Ebene. Aber darauf kommt es nicht an. Interessant ist, dass es logisch keine weitere Reduktion auf andere Unterschiede geben kann. Weil hier schon der letzte und kleinste Unterschied zwischen 0 und 1 oder falsch und wahr erreicht ist. Es ist reine Differenz und diese Differenz ist ohne spezifische Färbung, die andere Medien naturgemäß mitbringen. Vielmehr lassen sich alle spezifischen Differenzen und damit Färbungen der Medien, also Tonmedien, Bildmedien und so weiter, rekonstruieren. Somit haben wir einen reinen Anfang ohne alle Bestimmtheit, nur Negation. Entsprechend sind auch den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, weil alle Differenz ja je nur Differenz in dem Medium ist. Und diese Differenzen exakt, präzise Vermöge von 0 und 1 nachkonstruiert werden können. Der nächste Aspekt, ist reine Identität. Der zweite Aspekt eben besteht darin, dass im Medium der Digitalität Verarbeitung und Verarbeitetes identisch geworden sind. Begriff und Gegenstand sind gleich. Medium und Methode und Werkzeug sind identisch. Der Text liegt als Sache vor, über welchen direkt Operationen ausgeführt werden können. Das erinnert eben an diese Identität von Zahl und Sache, die dazu führt, dass Lesen und Operieren keine getrennten Dinge sind, zwischen die eine Interpretation geschoben werden müsste. Und der Code, und das ist das Interessante dabei, ist das Medium, die Methode und das Werkzeug genau dieser Verarbeitung. Code ist das Herz der Digitalität, er ist die in einer formalen Sprache implementierte Logik, die ausführbar ist. Der Programmiersprache kommt dabei eine Schlüsselstellung zu. Sie ist erstens Werkzeug, was ein Set an Operationen mitbringt, durch das jede beliebige Logik implementiert werden kann. Der Code kann prinzipiell von Grund auf alle Abhängigkeiten aufbauen, umbauen, wieder abbauen. Auflösen, egal. Die Programmiersprache ist zweitens auch eine formale Sprache, bei der, wie im oben erwähnten Sinne, bei der Zahl, Sache und Symbol identisch sind. Mittels dieser Sprache also kann direkt mit Symbolen operiert werden. Die Offenheit der formalen Sprache, das heißt der Programmiersprache, erlaubt es, formale Objekte in fast beliebiger Komplexität zu konstruieren. War die Zahl ein faszinierender Kontrapunkt zum Zeichen, die eine automatisierte Manipulation in den Blick brachte, so hat man mit einer Programmiersprache die Möglichkeit an der Hand, das Zeichen selbst in ein abstraktes Objekt zu transformieren
und beliebig zu operationalisieren. In einem durch die Komplexität der Programme begrenzten Maß ist also hier die Berechnung von Zeichen möglich geworden. Die Bedeutung der Zeichen bleibt zwar uneinholbar, jedoch entsteht die Möglichkeit, Basiselemente der Bedeutung, also Konnotationsfelder, Abhängigkeiten in semantischen Netzen, Zugehörigkeiten zu semantischen Feldern etc. abzubilden und zu operationalisieren. Das bedeutet also nicht nur, dass Texte durchsuchbar werden, sondern das bedeutet, dass sie operationalisierbar werden. Dieser Prozess ist kein Reduktionismus der Geisteswissenschaften auf Formeln, sondern eine Ausdifferenzierung der Textmaterialität, auf die die Geisteswissenschaft als Wissenschaft angewiesen ist. Und so kommen wir zum nächsten Punkt, der die Vernunft ein wenig stärker in den Mittelpunkt rückt, nämlich Open Source. Diese Arbeit am Zeichen nämlich ist ein Prozess als offener Dialog von Ideen und Techniken, die sich durchdringen und ergänzen. Und das sogar zweifach, einerseits auf technischer und dann auch auf dialogischer oder personaler Ebene. Also erstens, Code ist selbst diese Vermittlungsinstanz und erhöht die Komplexität über Netzwerke. Durch Modularität, durch Schnittstellen, Interfaces, ist prozessual und verschaltet sich sozusagen eigentlich beliebig komplex. Zweitens, Code ist Open Source und das impliziert eine im Prinzip unabschließbare dialogische Öffnung durch Entwickler und Fachwissenschaftler hin auf eine Dynamik, die, und das ist jetzt auch ein Stichwort, einer Selbstreflexion gleichkommt. Und hier setzt auch ein engagierter Begriff der Kritik an. Der Code selbst lädt dazu ein, das Erreichte zu verbessern, zu verändern, neue Abhängigkeiten zu implementieren. Code ist beliebig offen für beliebige Ideen. Das ist eine quelloffene Arbeit des Begriffs, die jedoch keine feste Logik entfaltet, sondern multiple Logiken erlaubt. Code ist damit eine Reflexionsinstanz, das heißt, er stößt Reflexion an und bietet Raum und Boden für Reflexionen, indem Software aus sich neue Möglichkeiten eröffnet, die wiederum im Verbund von Fachwissenschaftlern und Technikern ausgelotet werden können. Diese Reflexivität, die im Digitalen selbst liegt, macht Code zu einem Medium für unterschiedliche Formen der Rationalität. Also es ist nicht allein eine Form der Rationalität, sondern ist beliebig offen für Formen von Rationalität. Diese Reflexivität ist eine Arbeit an der Sache, die gerade nicht von der kulturellen Einbettung des Zeichens absehen kann. Eine solche codevermittelte Reflexivität ist auch immer getragen von einer hermeneutischen Dimension. Vermöge Open Source ist Digitalität, also ein Dialog, und man könnte versucht sein zu sagen, Dialogos, also wenn man auf die Zeichen, auf die Sachbedeutung schaut, durch die Vernunft hindurch. Das wäre dann die Kritik der digitalen Vernunft, die das leisten würde, was zum Beispiel auch Krämer in ihrer Keynote vorgestellt hat. Aber, und das bleibt einem Aber, ein solcher Vernunftbegriff bleibt problematisch und deswegen endet das gerade wieder. Philosophiehistorisch wäre Vernunft von Verstand zu unterscheiden. Hier nur ganz kursorisch eine kleine Übersicht über die Entwicklungen des Vernunftbegriffs, ganz schematisch, die sozusagen keine Vollständigkeit erhebt, aber zumindest um es kurz zu illustrieren. Ob solche Unterscheidungen noch tragbar wären, sei dahingestellt. Aber, und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, eine sachbezogene Rationalität würde doch von einer Selbstreflexivität zu unterscheiden sein, die nach ihren eigenen Bedingungen fragt. Also die Selbstreflexivität, die sich auf sich selbst zurückwendet. Das übersteigt auch im Prinzip die Methodenreflexion der einzelnen Wissenschaften, denn das zielt auf eine Einheits- und Gesamtperspektive. Das wäre eine Vernunft, eine sachbezogene Rationalität der Verstand. Aber das ist weder, also solch eine Vernunft, so eine
radikal selbstreflexive Vernunft, ist weder in den Fachdisziplinen der Geisteswissenschaften noch in den Digital Humanities der Fall. Das deswegen nicht, weil alle Rationalität gerade auf eine Sache zielt und sachbezogene Probleme rationalisiert. Eine digitale Vernunft kann es damit nicht geben. Jede Einschränkung der Vernunft auf ein Gebiet, ein Thema, eine Methode oder ein Gegenstand ist keine Vernunft, sondern eben Verstand. Eine solche radikale Selbstreflexion, das sei noch eingeschoben, wäre dann aber auch keine Wissenschaft mehr. Ein Vernunftbezug übersteigt die Wissenschaftlichkeit und bleibt aber trotzdem notwendigerweise Perspektive der Wissenschaft selbst. Das ist immer eine Form der Selbstvergewisserung. Und jetzt kommen wir schon zum Resümee. Zusammenfassend kann man jetzt also das so formulieren. Die digitalen Methoden garantieren auch für die Geisteswissenschaften eine Wissenschaftlichkeit, die sich der naturwissenschaftlichen Methodik qua Berechenbarkeit und Formalisierung annähert, ohne aber die Kernkompetenzen der Geisteswissenschaften auszuhöhlen. Die Digital Humanities und der Computer sind keine Antagonisten der Geisteswissenschaften. Aber genauso muss gesagt werden, die Geisteswissenschaft ist ein Anachronismus, der durch die Digital Humanities nun endgültig überflüssig gemacht würde. Denn die Digital Humanities automatisieren die Arbeit am Zeichen, aber die Interpretation und Auslegung des Zeichens bleibt ja weiterhin den Geisteswissenschaften vorbehalten, beziehungsweise ein notwendiges Desiderat. Die Digital Humanities legen lediglich eine andere, vielleicht breitere und neuartige Grundlage für die Auslegung, aber die Auslegung bleibt. Das heißt zweitens aber auch, dass die Digital Humanities die Geisteswissenschaften nicht von der Spekulation befreien, wenn man das so polemisch sagen möchte, und die Geisteswissenschaften in die Wirklichkeit verlegen. Denn wenn man den Geisteswissenschaften zugesteht, dass sie immer schon am Zeichen arbeiten, dann muss man auch den Schluss ziehen, dass a) die Digital Humanities die Arbeit der Geisteswissenschaften eigentlich nicht verändern. Denn die Arbeitsteilung von Arbeit am Zeichen und der Auslegung andererseits bleibt. Und man muss den Schluss ziehen, dass B, die Digital Humanities in dieser Arbeitsteilung, auch polemisch gesagt, spekulieren. Das heißt, ihre Ergebnisse natürlich auch interpretieren und auslegen müssen. Also, weder sind die Geisteswissenschaften vom Geist befreit, noch sind die Digital Humanities geistlos. Weder sind die Geisteswissenschaften überflüssig, noch die Digital Humanities ein Antipode. Vielen Dank, alles gut. Ja, vielen Dank. Da bin ich ja beruhigt, dass wir noch ein bisschen Geist haben. Fragen? Das stärkt das insofern, als auch die Digital Humanities mit ihren neuen Methoden diese Materialität noch einmal ganz neu in den Fokus bringen, auch insofern in den Fokus bringen, als sie ganz neue Dimensionen aufstoßen dabei. Also Dimensionen, die vorher verborgen lagen. Mustererkennung, wenn sie Corpora durchsuchen, die einfach quantitative Ebene, die vorher verschlossen geblieben ist, insofern man sich auf einen viel kleineren Teil beziehen musste, jetzt einen riesigen Korpus durchsuchen kann und dabei Strukturen findet, Muster findet, die dann Ausgangspunkt werden können für eben neue Überlegungen, neue Thesen. Thesen, die vorher eben gar nicht möglich gewesen sind. Und genau diese neue Art auch zum Beispiel von Visualisierungen, wo diese Zusammenhänge visuell dargestellt werden können, um dann auch einen neuen Interpretationsraum zu erzeugen, neue Sichten auf die Dinge legen und ermöglichen, also im wörtlichen Sinne Sichten ermöglichen. Das wären solche Aspekte der Materialität, die hier dann nochmal ganz neu, ganz stark zum Tragen kommen. Ja, auch von mir vielen Dank. Ich fand das einen sehr schönen Vortrag.
Ich hätte aber dann doch noch mal eine Frage zu der Art und Weise, wie Sie hier das Rechnen und auch die Naturwissenschaft dargestellt haben. Was Sie gerade schon gesagt haben, so als, sagen, als Tugend der digitalen Geisteswissenschaft, Visualisierung, große Korpora fassen, neue Kategorien bilden, das deutet schon ein bisschen darauf hin, mein Vorredner hat auch schon nach der Heuristik gefragt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht ganz übersehen darf. Sie haben eine Vorstellung vom Rechnen, die extrem nah an sozusagen an der Digitalität ist, an der 1 und 0, die sich dann quasi deterministisch bis nach oben entwickelt. Auch daran gibt es schon Kritik von Seiten der Medienwissenschaft, Wendy Chan oder sowas, die das irgendwie als zu platonisch sieht. Aber selbst wenn man das jetzt mal außen vor lässt, ist es doch so, dass sehr viele konkret eingesetzte Verfahren in den Digital Humanities heuristische sind, zunehmend auch maschinelle Lernverfahren, wo also nochmal eine Ebene Komplexität reinkommt, die man, glaube ich, mit diesem engen Begriff von Rechnen nicht mehr trifft, weil es sehr stark eine Vorgehensweise ist, die quasi Modelle trainiert, so ist dann der Ausdruck, ne, die quasi aus den Daten etwas rausziehen wollen, was nicht einfach nur sozusagen eine ausfaltbare Berechenbarkeit ist, die man bis in die Digitalität hinunter auf die 1 und 0 verfolgen kann. Und auch deswegen, weil also der computerphilosophische Hintergrund ist, weil dazwischen die Grenze der Berechenbarkeit liegt und man das deterministisch gar nicht rechnen könnte, sondern nur heuristisch. Und da wollte ich Sie einfach nochmal fragen, wie das in Ihre ansonsten sehr schöne Ausführung passt. Genau, klar. Also das sind dann Ebenen, in die Computer natürlich auch durch Deep Learning und so weiter vorstoßen und wo das dann ganz, ganz interessante Bereiche ergibt, klar, auch jetzt, was Wissenschaftlichkeit betrifft, wo dann eben tatsächlich auch der Computer noch viel mehr Eigenverantwortlichkeit übernimmt für die ganze Auslegung oder Berechnung. Ja klar, also da muss man sagen, kommt eine neue Dimension ins Spiel. Ich würde aber meinen, dass jetzt ich das mit im Blick habe, wenn ich davon spreche, dass die Formalisierbarkeit der abstrakten Objekte, die die Programmiersprachen erlauben, beliebig komplex werden können. Und so komplex werden können, dass sie eben auch sich sozusagen selber noch einmal loslösen von festen Strukturen, festen Algorithmen und zum Beispiel durch Deep Learning oder so etwas in neue Dimensionen dabei vorstoßen. Das ist sozusagen auch wieder eine in Programmiersprache implementierte Logik, die selber sich aber von einer festgeschriebenen, struktural sozusagen festen Algorithmik entfernt, um sozusagen da nochmal mehr Komplexität ins Spiel zu bringen. Das ist aber in dem, was ich meinte, auch mit eben angedeutet. Sicherlich, ich habe mich auf die Grundlagen konzentriert, ausgehend von 0 und 1, das Aufbauen, das beliebige Erweitern dieser Komplexität. Und das wäre aber die Zielvorstellung auch natürlich, in die das Ganze geht und die aber genauso zurückführbar wäre auf das, was ich meinte, auf 0 und 1, ohne dass aber das deterministisch bliebe. Also das lässt sich dann nicht mehr sozusagen von der obersten Ebene bis zur tiefsten Ebene tatsächlich nachvollziehen und rekonstruieren, insofern das Deep Learning genau diese Deterministik durchbricht. Ja, hallo. Ich möchte gerne noch was anfügen zu den Geisteswissenschaften. Sie haben da gesagt, keine Kriterien einer Theorie gibt es in den Geisteswissenschaften. Sie sagten auch, das basiert auf eigener Erfahrung. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so. Also es gibt in den Geisteswissenschaften die Logik, die philosophische Logik, die agiert natürlich mit mathematischen Formeln. Also das Ganze funktioniert so, dass man zum Beispiel sagt, wenn A, dann B. Wenn A ist, also ist B. Das kann man übersetzen in, wenn es regnet, ist die Straße nass. Die Straße ist nass, also hat es geregnet oder so. So ungefähr funktioniert das. Das heißt, die Geisteswissenschaften gehen da nicht von irgendeiner schwammigen Interpretation aus, sondern es geht schon um die Textstruktur, es geht um Kausalitäten im Text und es geht um Konklusionen, die halt in der Logik so üblich sind. Das wollte ich jetzt eigentlich nochmal anfügen. Ja. Also die Subjektivität, von der ich spreche, heißt ja nicht beliebige Subjektivität, bloß subjektiv zu sein, nicht nachvollziehbar zu sein,
Das möchte ich den Geisteswissenschaften natürlich nicht unterstellen. Ihre Methodik erlaubt natürlich auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Insofern die Gegenstände, die zeichenvermittelten Gegenstände, aber auf kulturelles Wissen und auch auf eigene Erfahrungen beruhen, bleibt ein subjektiver Aspekt bei den Geisteswissenschaften unumgänglich. Also der eigene Bezug auf das, was da vermittelt ist, über die eigene Erfahrung, über das eigene Erleben, über den eigenen Wissenshorizont vermittelt darüber, ist dann etwas, was eben subjektiv genannt werden kann. Zur Abgrenzung vielleicht zur naturwissenschaftlichen Methodik, die genau diesen subjektiven Aspekt dadurch zu eliminieren sucht, dass sie eben krass und strikt auf Formalisierung setzt, wo eben so etwas wie subjektives Erleben gar keine Rolle spielen darf und soll. Die Eliminierung des Subjekts ist da höchstes Gebot und sozusagen ist, hat keine Auswirkungen auf das Verständnis des Gegenstandes, aus welcher Perspektive, aus welcher Situation man sich diesem Sachverhalt nähert. Und das ist aber in den Geisteswissenschaften anders, würde ich meinen. Ja, ich bin ein einfacher Informatiker und bin jetzt fast geneigt, ein Co-Referat zu halten. Also zunächst einmal, was Sie eben zum Thema Deep Learning gesagt haben, entspricht in keinster Weise dem Stand der Kunst. Und unter der Voraussetzung, dass alle wissen, dass die Informatik keine Naturwissenschaft ist, sondern vielleicht eine Strukturwissenschaft, so wie die Mathematik, habe ich einfach nicht verstanden, was Sie mit Code meinen. Denn ich will jetzt hier keine Einführung geben in theoretische Informatik. Ich will auch nicht hier verweisen auf John von Neumann, Alan Turing und wer auch immer dazu beigetragen hat, den Begriff des Algorithmus erstmal so in eine Form zu bringen, dass man daraus Eigenschaften, egal ob das ein Programm ist oder ein Werkzeug, theoretisch gesichert ableiten kann. Nach meinem Verständnis ist die Grundlage von all dem der Begriff des Algorithmus, der eine Codierung erfährt in einer Art und Weise, dass am Ende eine Programmiersprache entsteht. Ob das nun Code ist oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Denn es gibt nicht die Programmiersprache, es gibt so viele unterschiedliche Programmiersprachen, die zusammenhängen mit einer der Kernaufgaben der Informatik, Perspektivenwechsel zuzulassen, auf der Grundlage von völlig unterschiedlichen Modellierungsansätzen, Paradigmen und. Deswegen, ich mache es jetzt kurz. Ich zitiere: What the fuck is code? Okay. Also wir können, und das würde ich auch sehr begrüßen danach, darüber noch reden, also dass Sie da Ihre Perspektive da etwas näher erläutern. Für mich bedeutet es sozusagen ein sozusagen Verarbeitungssystem. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Ja. Und das aber sozusagen vermittelt über das Programm. Und das meine ich mit Code. Programmcode, geschrieben in einer Programmiersprache, die diese Verarbeitung ermöglicht. So würde ich das verstehen. Okay, aber wir können gerne drüber reden. Gerne. Vielen Dank. Wir kommen